Erstes Kapitel. Smeargolds Zähmung. So, Chef, jetzt sind wir aber ganz schön in der Klemme, sagte Sam Gamgee. Verzagt stand er neben Frodo, zog die Schultern hoch und starrte stirnrunzelnd in die Dämmerung hinaus. Es war der dritte Abend, seit sie den Gefährten ausgerissen waren. Soweit sie wussten, denn fast konnten sie die Stunden nicht mehr zählen, die sie nun schon durch die kahlen Hänge und Felsen der Emonmuel marschierten und kletterten, wobei sie manchmal umkehren mussten, weil in der eingeschlagenen Richtung kein Durchkommen war, und manchmal auch merkten, dass sie im Kreis gegangen und zu einer Stelle zurückgekommen waren, die sie schon vor Stunden passiert hatten. Dennoch hatten sie sich alles in allem stetig nach Osten vorgearbeitet, immer so nah, wie es die Wege erlaubten, am äußeren Rand dieses seltsam verworrenen Bergknolls. Doch immer fanden sie die Hänge nach außen hoch und finster über die Ebene aufragend, zu steil für einen Abstieg, und hinter dem zerklüfteten Randstreifen zu ihren Füßen lagen fahle, faulige Sümpfe, wo nichts sich regte und nicht mal ein Vogel zu sehen war. Die Hobbits standen nun hoch oben am Rand einer kahlen Felswand, die unten im Nebel gehüllt war. Und hinter ihnen stieg das faltige Bergland an, mit tief darüber hintreibenden Wolken. Nach Südosten schauten sie, wo im Saum der heraufziehenden Nacht eine dunkle Linie hing, wie ein fernes Gebirge von stehenden Rauchwolken. Hin und wieder flackerte ganz weit an der Grenze zwischen Himmel und Erde ein schwacher roter Lichtschein empor. »Was für eine Klemme!« beschwerte sich Sam. »Unter allen Ländern, von denen wir je gehört haben, ist dies wohl das Einzige, das wir nicht näher kennenlernen wollen, und genau da versuchen wir nun hinzukommen. Aber ich wüsste nicht, wie wir es schaffen sollen. Wir haben den falschen Weg genommen, scheint mir. Wir können nicht hinabsteigen, und könnten wir's, so würden wir sehen, dass das grüne Land dort ein widerlicher Sumpf ist. Kannst du mir glauben? Riechst du's?« Er streckte die Nase schnüffelnd in den Wind. »Ja, ich rieche es auch«, bestätigte Frodo, rührte sich aber nicht und behielt die Augen starr auf die dunkle Linie und das rote Geflacker gerichtet. »Mordor«, murmelte er leise. »Wenn ich schon dorthin muss, dann sollte es wenigstens schnell gehen, damit dies ein Ende hat.« Er zitterte. Der Wind war kühl und trotzdem war die Luft stickig vom kalten Modergeruch. »So, hier können wir nicht die ganze Nacht bleiben, ob wir nun in der Klemme sind oder nicht. Wir müssen eine besser geschützte Stelle finden, wo wir nochmal kampieren können. Und vielleicht finden wir dann morgen einen Weg. Oder übermorgen. Oder überübermorgen«, brummte Sam. »Oder in 1000 Jahren. Wir sind auf dem falschen Weg.« »Ich weiß nicht. Es ist Schicksal, glaube ich, dass ich zu diesem Schatten dort gehen soll. Also wird sich wohl auch ein Weg finden. Aber wer wird ihn mir weisen, Freund oder Feind? Hoffnung gibt es nur, wenn wir schnell vorankommen. Verzug spielt dem Feind in die Hände. Und da stehe ich nun und komme nicht weiter. Ist es der Wille des dunklen Turms, der uns lenkt? Alle meine Entscheidungen haben sich als falsch erwiesen. Ich hätte die Gefährten schon viel früher verlassen und von Norden herkommen sollen, östlich des Flusses und der Emonmuel. Über den festen Grund der Waldstadt bis zu den Pässen nach Mordor. Aber jetzt finden wir beide allein nicht mehr zurück, und auf dem Ostufer wimmelt es von Orks. Jeder Tag, den wir verlieren, kommt uns teuer zu stehen. Ich bin müde, Sam. Ich weiß nicht, was tun. Was haben wir denn noch zu essen? Nur noch diese, wie heißen sie doch, Lembas, Herr Frodo. Davon eine ganze Menge. Immerhin besser als nichts auf die Dauer. Als ich das erste Mal reinbiss, hätte ich nicht gedacht, dass ich mir je was anderes wünschen könnte, aber inzwischen hätte ich doch lieber mal ein Stück Schwarzbrot zwischen den Zähnen und einen Krug Bier dazu. Ach, was ein Gläschen, um es runterzuspülen. Den ganzen Weg vom letzten Lager habe ich mein Kochgeschirr mitgeschleppt. Und wozu? Nicht mal Holz zum Feuer machen haben wir. Und zu kochen erst recht nichts. Nicht mal Gras. Sie machten Kehrt und stiegen in eine steinige Mulde hinab. Die untergehende Sonne war wolkenverhangen und die Nacht brach rasch herein. Abwechselnd schliefen sie, so gut es die Kälte erlaubte, in einem Winkel zwischen großen verwitterten Felszacken, wenigstens vor dem Ostwind geschützt. »Hast du sie wieder gesehen, Herr Frodo?« fragte Sam, als sie steif und durchgefroren im kalten Morgentau saßen und ihre Lembaswaffeln kauten. »Nein«, sagte Frodo, »seit 2 Nächten habe ich nur nichts mehr gehört und gesehen.« »Mich auch nicht.« Oh, »diese Augen waren ein Schock für mich, aber vielleicht haben wir ihn doch noch abgeschüttelt, den elenden Schleicher.« »Gollum. Sein Gollum soll ihm im Hals stecken bleiben, wenn ich den je zwischen die Finger kriege.« »Ich hoffe, das wird nicht nötig sein. Ich weiß nicht, wie er uns hat folgen können, aber vielleicht haben wir ihn ja wieder abgeschüttelt, wie du sagst. In diesem kahlen und trockenen Gelände können wir nicht viele Fußstapfen hinterlassen haben. Und auch die Geruchsspur kann selbst für seine Schnüffelnase nicht deutlich genug sein.« »Hoffentlich ist es so. Ich wollte, wir würden ihn für immer los.« »Ich auch. Aber meine größte Sorge ist er nicht.
Ich wollte, wir kämen endlich von diesen Bergen herunter. Sie gefallen mir gar nicht. Hier auf der Ostseite fühle ich mich ganz nackt wie auf dem Präsentierteller. Mit nichts zwischen mir und dem Schatten dort drüben als diesem vollkommenen platten Stück Flachland. Und der Schatten hat ein Auge. Komm, heute müssen wir irgendwie hinunterfinden. Aber der Tag zog sich in die Länge, und als der Nachmittag zu Ende ging, liefen sie noch immer auf dem Grat entlang und hatten keinen Weg für den Abstieg gefunden. Manchmal in der Stille dieses öden Landes bildeten sie sich ein, leise Geräusche hinter sich zu hören, den Fall eines Steins oder den Patschtritt bloßer Füße auf dem Felsboden. Blieben sie aber stehen und horchten, so hörten sie nichts mehr, bis auf das Seufzen, mit dem der Wind über die Kanten der Steine strich. Doch selbst dies schon ließ sie an Atem denken, der leise zwischen scharfen Zähnen hindurchzischt. Auf der Suche nach einem Weg in diesem Rinnen, die immer tiefer und zahlreicher wurden, mussten Frodo und Sam weit nach links vom Bergrad abweichen und bemerkten nicht, dass sie mehrere Meilen langsam, aber stetig bergab gegangen waren. Der Grat senkte sich dem Flachland entgegen. »Da bleibt uns nichts übrig, als in diese Schlucht hinunterzusteigen«, beschloss Frodo. »Sehen wir mal, wo sie hinführt.« »An den Rand eines Abgrunds, wohin sonst?« Die Rinne erwies sich als länger und tiefer, als sie gedacht hatten. Ein Stück weiter unten wuchsen ein paar krumme und verkümmerte Bäume, seit Tagen die ersten, die sie sahen, zumeist verkrüppelte Birken und hier und da eine Kiefer. Als sie endlich an der Felswand standen, bückte sich Frodo und sah hinunter. »Schau, wir müssen ein großes Stück tiefer gekommen sein, oder aber die Felswand hat sich abgeflacht. Hier ist es viel niedriger als zuletzt, und der Abstieg sieht leichter aus.« Sam kniete sich neben ihm hin und lugte widerstrebend über den Rand. Dann blickte er an der großen Wand hoch, die links von ihnen aufragte. »Leichter«, knurrte er. »Naja, runter kommt man immer leichter als rauf. Wer nicht fliegen kann, muss eben springen.« »Für einen Sprung ist es zwar noch ein bisschen zu hoch«, sagte Frodo. »Ungefähr, na«, er stand einen Moment still und schätzte die Höhe ab. »Ungefähr 18 Faden, würde ich sagen. Nicht mehr.« »Was ja wohl genügt.« »Ach, wie ich das hasse, von so hoch hinunterzusehen. Aber sehen ist immer noch besser als klettern. Trotzdem. Ich meine, wir könnten hier absteigen. Und ich meine auch, wir müssen es versuchen.« Der Qualm um die Berge im Osten ballte sich zu tiefschwarzen Wolken, die nun schon mit langen Armen nach Westen ausgriffen. Der Wind wurde schärfer und trug von fern ein Donnergrollen heran. Frodo zog schnüffelnd die Luft ein und blickte voll Zweifel vom Himmel auf. Er schnallte sich den Gürtel außen um den Mantel und zog ihn fest, lud sich seinen leichten Rucksack auf und trat an den Rand. »Ich versuch's.« »Wunderbar«, sagte Sam finster, »aber ich geh voran.« Bevor Frodo ihn zurückhalten konnte, hatte er sich hingesetzt, die Beine über den Rand hängend, drehte sich herum und suchte mit den Zehen Halt. Es ist zweifelhaft, ob er bei klarem Verstand je etwas Mutigeres oder Unvernünftigeres getan hat. Mit den Fingern die steinerne Kante der Wand umklammernd, ließ er sich langsam hinab. Als seine Arme fast ganz ausgestreckt waren, berührte er mit den Zehen einen Vorsprung. »Das wäre ein Schritt hinunter«, sagte er, »und dieser Vorsprung wird nach rechts zu breiter. Da könnte ich sogar stehen, ohne mich festzuhalten.« »Ich will mal«, das Wort wurde ihm abgeschnitten. Die Dunkelheit stürmte nun immer schneller von Osten herauf und verschlang den ganzen Himmel. Ein trockener, splitternder Donner krachte über ihnen, sengende Blitze stießen auf die Berge herab. Dann kam ein rasender Windstoß und durch sein Brausen hindurch gellte ein schriller Schrei. Genauso einen Schrei hatten die Hobbits schon einmal gehört, im fernen Bruchland, kurz nach ihrer Flucht aus Hobbingen, und selbst dort in den auenländischen Wäldern war es ihnen dabei kalt über den Rücken gelaufen. Hier draußen in der Ödnis nun klang er noch weit schrecklicher, durchbohrte sie mit den eisigen Klingen des Grauens und der Verzweiflung, dass ihnen Atem und Herzschlag stockten. Sam fiel flach auf den Bauch, Frodo ließ unwillkürlich seinen Halt los und legte die Hände über Kopf und Ohren. Er schwankte, glitt mit den Füßen ab und rutschte schreiend die Wand hinunter. Sam hörte ihn, nahm allen Mut zusammen und kroch bis dicht an den Rand. »Chef«, rief er, »Chef«. Es kam keine Antwort. Er merkte, dass er am ganzen Leib zitterte, aber er holte tief Luft und brüllte noch einmal. Der Wind schien ihm den Ton in den Hals zurückstopfen zu wollen, aber als er vorüber war, die Rinne hinauf und über die Berge davonbrausend, kam ein leiser Antwortruf von unten. »Schon gut, ich bin hier, aber ich kann nichts sehen.« Frodos Stimme war schwach. Tatsächlich war er nicht allzu weit weg. Er war nur gerutscht, nicht gestürzt und nur wenige Meter tiefer mit den Füßen auf einen etwas breiteren Sims geprallt. Zum Glück war die Felswand an dieser Stelle schräg zurückgelehnt und der Wind hatte ihn dagegen gedrückt.
Darum war er nicht hinten übergefallen. Das Gesicht an den kalten Stein gelegt, fand er wenig Halt und spürte, wie sein Herz klopfte. Aber entweder war es plötzlich stockfinster geworden, oder seine Augen hatten Schaden genommen. Ringsum war alles schwarz. War er erblindet? Er holte tief Luft. »Komm zurück!« Aus der Dunkelheit über ihm kam Sams Stimme. »Ich kann nicht. Ich kann nichts sehen. Ich finde keinen Anhalt. Ich kann mich noch nicht rühren.« »Was kann ich tun, Herr Frodo?« rief Sam und beugte sich gefährlich weit hinaus. Warum konnte sein Chef nichts sehen? Es war zwar schummrig, aber so dunkel nun doch nicht. Er konnte Frodo unter sich sehen, eine graue, hilflose Gestalt, die sich an den Felsen drückte. Aber er war viel zu weit unten für jede ausgestreckte Hand. Wieder krachte ein Donnerschlag und der Regen setzte ein. Vermischt mit Hagel und bitterkalt, in einem Guss, der auch Sam die Sicht nahm, peitschte er gegen die Felswand. »Ich komm runter zu dir!« »Nicht doch, warte!« rief Frodo hinauf, nur mit festerer Stimme. »Mir geht's gleich viel besser. Ich spür's jetzt schon. Wart ab! Ohne ein Seil kannst du jetzt gar nichts machen.« »Ein Seil!« rief Sam vor Aufregung und Erleichterung ins Selbstgespräch verfallend. »Na, wenn ich's nicht verdient hätte, an einem aufgehängt zu werden, als Warnung für alle Holzköpfe, wer dann?« »Was bist du doch für ein Dummbeitel, Sam Gamgee!« So hat er oben immer zu mir gesagt, war so eins von seinen Wörtern, ein Seil. »Quatsch nicht!« rief Frodo nun schon wieder hinlänglich erholt, um das Ganze bei allem Ärger auch lustig zu finden. »Hör mir auf von deinem Ohm. Soll dein Gerede bedeuten, dass du ein Seil in der Tasche hast? Wenn ja, dann raus damit.« »Doch, Herr Frodo, in meinem Rucksack natürlich. Hunderte von Meilen habe ich's mitgeschleppt und hätt's glatt vergessen. Dann beeil dich und lass ein Ende runter.« Rasch schnürte Sam seinen Rucksack auf und wühlte darin. Tatsächlich ganz unten lag zusammengerollt das seidig-graue Seil aus Lorien. Das eine Ende war für seinem Chef zu. Das Dunkel vor Frodos Augen schien sich zu lichten, oder vielleicht hatten seine Augen wieder ihren Dienst. Er konnte die graue Leine sehen, als sie baumelnd herabkam, und ihm war, als gäbe sie einen schwachen Silberschein ab. Jetzt, da er im Dunkeln einen Punkt hatte, auf den er den Blick heften konnte, war ihm nicht mehr so schwindelig. Er beugte sich vor, band sich das Ende um den Leib und packte den Strang dann mit beiden Händen. Halb gezogen, halb kletternd kam Frodo herauf und blieb auf dem Boden liegen. Der Donner grummelte und rumpelte nun von fern, aber noch immer regnete es stark. Die Hobbits krochen zurück in die Schlucht, aber viel Schutz fanden sie dort nicht. Rinnsale kamen von oben herab, die sich bald zu einem Wildbach vereinigten, der sprudelnd und schäumend über die Steine wirbelte und die Felswand hinabsprang wie aus der Traufe eines großen Daches. »Das hörte sich eben wie ein schwarzer Reiter an, meine ich. Ich bleibe keine Sekunde länger als nötig auf dieser Felskante, wo die Augen des schwarzen Landes über die Sümpfe hereinspähen«, entschloss sich Frodo. Damit stand er auf und ging wieder zum Ende der Schlucht. Er schaute hinaus. Von Osten her wurde der Himmel wieder klar. Die letzten feuchten Randwolken des Gewitters rissen auf und stiegen höher. Das Hauptgeschwader war vorübergezogen und breitete seine großen Schwingen nun über der Emon Mühl aus, auf denen Saurons finstere Gedanken eine Weile lasteten. Von dort wandte es sich zum Tal des Anduin hin, schleuderte Blitze und Hagel darauf nieder und warf den Schatten des drohenden Krieges voraus auf Minas Tirith. Seine großen Stoßkeile sammelnd, senkte er sich zum Gebirge hinab und wogte langsam über Gondor und die Grenzbezirke von Rohan, bis die Reiter auf der Ebene, als sie nach Westen ritten, seine schwarzen Türme hinter der Sonne aufragen sahen. Hier aber über der Ödnis und den stinkenden Sümpfen tat sich wieder ein tiefblauer Abendhimmel auf und einige blasse Sterne erschienen, wie kleine weiße Löcher in dem Zeltdach über dem zunehmenden Mond. »Na schön«, sagte Sam schweren Herzens. »Wenn es denn sein muss, dann bringen wir es hinter uns.« Er nahm das Seil und befestigte das eine Ende an dem Baumstumpf, der dem Rand am nächsten war, und band sich das andere um den Leib. Widerstrebend drehte er sich um und machte sich zum zweiten Mal an den Abstieg. Es wurde nicht halb so schlimm, wie er befürchtet hatte. Das Seil schien ihm Zuversicht zu geben, auch wenn er mehr als einmal schleunigst die Augen schloss, wenn sein Blick zwischen seinen Füßen hindurch nach unten fiel. Schwierig wurde es nur an einer Stelle, wo die steile Wand überhaupt keine Vorsprünge hatte und für ein kurzes Stück sogar überhing. Dort rutschte er ab und baumelte frei an der silbrigen Leine. Aber Frodo ließ ihn langsam und stetig hinab, und schließlich war er unten. Seine größte Sorge war gewesen, ob das Seil nicht zu kurz oder vielleicht schon zu Ende wäre, wenn er noch weit oben hinge. Aber Frodo hielt noch eine ganze Bucht in den Händen, als Sam Boden unter den Füßen fand und hinaufrief. »Ich bin unten!« Frodo hörte seine Stimme deutlich, konnte ihn aber nicht sehen. Sein grauer Elbenmantel verschwand in der Dämmerung. Frodo brauchte mehr Zeit, um ihm zu folgen. Auch er hatte das Seil um den Leib, und oben war es befestigt,
aber er hatte es verkürzt, damit es ihn, wenn er abstürzte, auffinge, bevor er auf den Boden prallte. Trotzdem wollte er es auf einen Sturz nicht ankommen lassen und vertraute dieser dünnen Leine nicht ganz so fest wie Sam. Doch kam er an zwei Stellen, wo er sich ganz auf das Seil verlassen musste, glatte Flächen, wo selbst seine kräftigen Hobbitfinger keinen Halt fanden und wo die Vorsprünge weit auseinander lagen. Aber endlich war auch er unten. »So, das wäre geschafft. Aus der Immenmühle sind wir raus. Aber was kommt als nächstes, frage ich mich. Vielleicht sehen wir uns bald wieder zurück nach dem guten, harten Felsboden unter den Füßen.« Aber Sam gab keine Antwort. Er starrte zurück die Felswand hinauf. »Dummbeitel«, sagte er. »Ich Dackel, mein schönes Seil. Der hängt es nun am Baumstumpf, und wir stehen hier unten. Ebenso gut hätten wir diesem lichtscheuen Schleicher eine Treppe bauen können oder ein Schild aufstellen mit dem Hinweis für Gollum, wo wir langgegangen sind. Das kam mir doch gleich als ein bisschen zu einfach vor.« »Wenn du eine Idee hast, wie wir beide das Seil hätten benutzen und es trotzdem mit herunternehmen können, dann darfst du den Dummbeutel und alles in der Art, was der Oom je zu dir gesagt hat, an mich weiterreichen«, sagte Frodo. »Klettere doch wieder hinauf, bind es los und sieh zu, wie du dann runterkommst, wenn du Lust hast.« Sam kratzte sich am Kopf. »Nein, entschuldige, wie das gehen sollte, weiß ich auch nicht«, sagte er kleinlaut. »Aber ich lasse es nicht gern hier hängen, ist nun mal so.« Er streichelte das lose Ende und schüttelte es sacht. »Ich kann mich nur schwer von etwas trennen, das ich aus dem Elbenland mitgebracht habe. Vielleicht hat Galadriel es selbst gemacht«, murmelte er und wiegte traurig den Kopf. Er blickte hinauf und zog ein letztes Mal an dem Seil wie zum Abschied. Zur Verblüffung der beiden Hobbits kam es herunter. Sam fiel hin und die langen grauen Bahnen kamen leise auf ihn herabgeglitten. Frodo lachte. »Wer hat es wohl festgebunden?«, sagte er. »Nur gut, dass es wenigstens so lange gehalten hat. Wenn ich dran denke, dass ich mich mit meinem ganzen Gewicht auf deinen Knoten verlassen habe.« Sam lachte nicht. »Ich bin vielleicht kein großer Bergsteiger, Herr Frodo«, sagte er in gekränktem Ton, »aber von Seilen und Knoten, da verstehe ich was. Liegt sozusagen in der Familie. Immerhin hatten mein Großvater und mein Onkel Andi, das war der älteste Bruder vom Oom, viele Jahre lang eine Seilerbahn drüben in Rebfeld. Und der Knoten, den ich an dem Stumpf gemacht habe, den hätte niemand fester machen können, weder im Auenland noch sonst wo. Jedenfalls ist es gekommen. Und das ist die Hauptsache. Aber jetzt müssen wir an den nächsten Schritt denken. Bald haben wir Nacht.« In den ersten Schatten der Nacht machten sie sich auf zur nächsten Wegstrecke. Nach einer Weile drehte Sam sich um und schaute zurück in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Die Mündung der Schlucht war eine schwarze Kerbe in der trübgrauen Felswand. Sie schlugen die Richtung fort von der Felswand ein, durch ein Gewirr von Felsbrocken und kantigen Steinen, die vom heftigen Regen nass und schlüpfrig waren. Immer noch fiel das Gelände steil ab. Sie waren noch nicht sehr weit gegangen, als plötzlich eine tiefe Spalte schwarz vor ihren Füßen gähnte. »Wir sollten lieber versuchen, an der Felswand entlang zurück nach Süden zu gehen, denke ich«, schlug Sam vor. »Vielleicht finden wir da einen Unterschlupf oder sogar eine Höhle oder irgend sowas.« »Wahrscheinlich. Ich bin müde und glaube, ich kann heute nicht mehr lange zwischen Steinen herumstolpern. So sehr mich die Verzögerung auch ärgert.« Im zerklüfteten Gelände zu Füßen der Immenmühl fiel ihnen das Gehen nicht leichter. Sam fand auch keine Nische oder Mulde als Unterschlupf, nur kahle steinige Hänge, überragt von der abweisenden Felswand, die nun wieder höher und steiler wurde, je weiter sie nach Süden zurückkam. Erschöpft ließen sie sich endlich im Windschatten eines Felsblocks nicht weit vom Fuß der Wand zu Boden sinken. Dort saßen sie eine Weile trübsinnig, hingekauert in der kalten, steinigen Nacht, während der Schlaf sie beschlich, trotz allem, was sie tun konnten, um ihn fernzuhalten. Der Mond stand jetzt hoch am klaren Himmel. Sein dünnes, weißes Licht erhellte die Steine, durchtränkte die kalten, drohenden Felswände und tauchte die weite, geräumige Dunkelheit in ein kühles, fahles Grau, durchwachsen mit schwarzen Schatten. Sam schaute sich um und zog die Luft auf einmal scharf durch die Zähne ein. Machte er, »da haben wir's. Das ist dieser Gollum. Ottern und Kröten. Und da haben wir gedacht, mit unserer kleinen Klettertour könnten wir dem was vormachen. Schau dir das an, wie eine krabbelnde Spinne an der Wand.« Einen steilen Felsen herab, der im blassen Mondlicht fast spiegelglatt zu sein schien, kam eine kleine schwarze Kreatur mit dünnen, weit abgespreizten Gliedmaßen gekrochen. Vielleicht fand sie mit ihren geschmeidig klammenden Fingern und Zehen winzige Risse und Unebenheiten, die ein Hobbit gar nicht bemerkt hätte. Aber es sah so aus, als könnte sie sich mit den Pfoten einfach an die Wand kleben, wie ein großes, kriechendes Insekt. Auch abwärts kroch sie mit dem Kopf voran, als suchte sie den Weg mit der Nase. Ab und zu hob sie langsam den Kopf, bog den langen, dünnen Hals zurück, und die Hobbits sahen zwei kleine, fahle Lichter aufflackern, die Augen, die für einen Moment den Mond anblinzelten und dann rasch wieder unter den Lidern verschwanden.
Glaubst du, er kann uns sehen? Sagte Sam. Weiß nicht, aber ich glaube nicht. Sogar Freundesaugen können diese Elbenmäntel nur schwer erkennen. Ich kann dich im Schatten nicht sehen, auch wenn du nur ein paar Schritte entfernt bist. Und ich habe gehört, Sonne und Mond mag er gar nicht. Warum steigt er dann gerade hier runter? Still, Sam. Er kann uns vielleicht riechen. Und hören kann er so gut wie die Elben, glaube ich. Ich denke, jetzt hat er etwas gehört. Wahrscheinlich unsere Stimmen. Vorhin an der Felswand haben wir herumgebrüllt und bis eben haben wir viel zu laut geredet. Jedenfalls den habe ich satt. Der kommt bei mir an den Falschen, sagte Sam. Den werde ich mir vorknöpfen, wenn ich kann. Abschütteln können wir ihn jetzt sowieso nicht mehr. Er zog sich die graue Kapuze tief ins Gesicht und schlich zur Felswand hin. Pass auf, flüsterte Frodo, der hinterdrein kam, dass er nichts merkt. Er ist viel gefährlicher, als er aussieht. Das schwarze Krabbelwesen war die Wand nun zu drei Vierteln herabgestiegen und keine 50 Fuß mehr über dem Boden. Regungslos wie Steine hockten Frodo und Sam im Schatten eines großen Felsblocks und beobachteten es. Anscheinend war es nun an eine schwierige Stelle gelangt oder wurde von irgendetwas beunruhigt. Sie hörten es schnüffeln, und ab und zu kam ein zischender Atemstoß, der wie ein Fluch klang. Es hob den Kopf, und sie glaubten es spucken zu hören, dann kroch es weiter. Nun hörten sie seine zischelnde und pfeifende Stimme. Ach, sachte, mein Schatz, schneller geht's ohne Hast. Müssen uns ja nicht den Hals brechen, was? Müssen wir nicht, mein Schatz? Nein, mein Schatz. Gollum! Er hob wieder den Kopf, blinzelte zum Mond hin und schloss rasch die Augen. Das hassen wir. Grässlich, dieses Bibberlicht. Bespitzelt uns, mein Schatz. Sticht uns in die Augen. Er kam immer tiefer und das Zischeln wurde schärfer und deutlicher. Wo ist er? Wo ist mein Schatz? Uns gehört er und wir suchen ihn. Gestohlen haben sie ihn, die kleinen diebischen Dreckskerle. Wo sind sie mit meinem Schatz? Verflucht sollen sie sein. Wie hassen sie? Hört sich nicht so an, als wüsste er, dass wir hier sind, flüsterte Sam. Und was ist denn dein Schatz? Meint er den? Sch, machte Frodo. Er ist jetzt ganz nah. Da hört er uns sogar, wenn wir flüstern. Tatsächlich hatte Gollum plötzlich wieder angehalten und drehte den großen Kopf auf dem dünnen Hals von einer Seite zur anderen, als ob er horchte. Die fahlen Augen guckten halb unter den Lidern hervor. Sam juckte es in den Fingern, aber er hielt an sich. Voll Zorn und Abscheu heftete sich sein Blick auf den elenden Burschen, der nun immer noch zischelnd und vor sich hinflüsternd seinen Abstieg fortsetzte. Schließlich war er nur noch ein Dutzend Fuß über dem Boden, fast genau über ihren Köpfen. Von dort konnte er sich nur noch fallen lassen, denn die Wand hing an dieser Stelle etwas über und selbst Gollum fand keinen Halt mehr. Er schien sich umdrehen zu wollen, um unten mit den Beinen voranzukommen. Plötzlich stürzte er mit einem schrillen, pfeifenden Schrei hinab. Im Fallen schlang er sich die Arme und Beine um den Leib wie eine Spinne, wenn ihr Faden gerissen ist. Sam sprang aus seinem Versteck hervor und war mit zwei Sätzen am Fuß der Wand. Bevor Gollum sich aufrappeln konnte, war er über ihm. Aber mit Gollum fertig zu werden, selbst nach einem solchen Sturz und in einem Moment, wo er auf keinen Angriff gefasst war, erwies sich als nicht so einfach. Ehe Sam noch einen Griff ansetzen konnte, wandten sich schon die langen Arme und Beine um ihn, hielten ihm die Arme fest und ein Klammergriff, sanft, doch entsetzlich stark, schnürte ihn wie ein langsam zugezogener Strick. Feuchtkalte Finger tasteten nach seiner Kehle, scharfe Zähne bissen ihn in die Schulter. Er konnte nichts tun, als dem Kerl seinen harten, runden Hobbitschädel seitlich ins Gesicht zu rammen. Gollum zischte und spuckte, ließ aber nicht los. Es wäre Sam übel ergangen, wäre er allein gewesen. Aber Frodo sprang hinzu, das blanke Schwert in der Faust. Mit der linken Hand packte er Gollum mit seinem dünnen, strähnigen Haar, riss ihm den Kopf nach hinten, dass er den langen Hals reckte und seine fahlen, giftigen Augen gen Himmel verdrehen musste. »Loslassen, Gollum«, schrie er. »Das hier ist Stich. Gesehen hast du es schon einmal. Diesmal bekommst du es zu spüren, wenn du nicht loslässt. Ich schneide dir die Kehle durch.« Gollum ließ sich zu Boden sinken und wurde schlaff wie ein nasser Lappen. Sam stand auf und betastete seine Schulter. Seine Augen glühten vor Wut, aber rächen konnte er sich jetzt nicht. Der elende Halunke lag ihnen winselnd zu den Füßen. »Tut uns nicht weh! Lass nicht zu, Schatz, dass sie uns wehtun! Sie tun uns doch nicht weh, die lieben kleinen Hobbitchen! Wir führten nichts Böses im Schild, aber sie sind uns angesprungen, wie die Katze auf ein armes Mäuschen, ja, Schatz! Und
Wir sind ja so allein. Gollum. Na, was machen wir mit dem Biest? Rief Sam. Es anbinden, damit es uns nicht mehr nachschleichen kann, würde ich sagen. Aber das wäre unser Tod, jammerte Gollum. So grausam. Die kleinen Hobbitchen. Schluchzer gurgelten ihm aus der Kehle. Nein, sagte Frodo. Wenn wir ihn schon töten, dann richtig. Aber das können wir nicht machen, so wie die Dinge liegen. Der arme Wicht, er hat uns nichts getan. So? Sagte Sam und rieb sich die Schulter. Aber er wollte uns was tun, und das will er immer noch. Kannst mir glauben. Uns im Schlaf erwürgen, das war seine Absicht. Glaub ich dir gern, aber was er will, ist doch etwas anderes, als was er getan hat. Sam stand finster entschlossen über ihm. Da schien es Frodo, als hörte er ganz deutlich, aber von weit her Stimmen aus der Vergangenheit. Irgendwie jetzt, wo ich ihn sehe, will ich dem Kerl kein Haar krümmen, murmelte er. Denn jetzt, wo ich ihn sehe, tut er mir leid. Sam schaute seinen Chef groß an, der mit jemandem zu reden schien, der nicht da war. Gollum hob den Kopf. Ja, armer Wicht sind wir, greinte er. Jammer und Elend. Hobbits werden uns nicht töten, liebe Hobbits. Nein, machen wir nicht, versprach Frodo. Aber laufen lassen werden wir dich auch nicht. Du steckst voller Tücke und Gemeinheit, Gollum. Du wirst uns begleiten müssen, ganz einfach, damit wir dich im Auge behalten. Aber du musst uns helfen, so gut du kannst. Eine Hand wäscht die andere. Ja, ja, freilich, sagte Gollum, setzte sich auf. Die lieben Hobbits, wir werden sie begleiten. Sichere Wege im Dunkeln für sie finden, ja, machen wir. Und wohin gehen sie denn in diesen kalten, bösen Ländern? Das möchten wir wissen. Ja, möchten wir wissen. Er blickte zu ihnen auf und in seinen fahlen, blinzelnden Augen flackerte sekundenlang ein Fünkchen Schleue und Beflissenheit. Sam sah ihn finster an, aber er biss sich auf die Lippen. Er schien zu spüren, dass sein Chef in einer Laune war, in der er auf keinen Einwand mehr hören würde. Trotzdem erstaunte ihn Frodos Antwort. Frodo sah Gollum geradezu in die Augen, die zuckten und seinem Blick auswichen. »Du weißt, wohin, Smeagol, oder du kannst es dir denken«, sagte er leise, doch in strengem Ton. »Wir gehen selbstverständlich nach Mordor, und du, glaube ich, kennst den Weg dorthin.« sagte Gollum und hielt sich die Ohren zu, als ob so viel Offenheit und das laute Aussprechen dieser Namen ihm Schmerz bereiteten. »Wir konnten's uns denken«, flüsterte er, »und haben's nicht gewollt, dass sie gehen, haben wir nicht. Nein, mein Schatz, doch nicht die lieben Hobbits.« »Du bist also schon dort gewesen«, verhörte ihn Frodo. »Und etwas zieht dich dorthin zurück, nicht wahr?« »Ja«, kreischte Gollum, »einmal nur aus Versehen. Aber wir gehen nicht mehr hin. Nein, nein!« Dann schlugen plötzlich seine Stimme und seine Redeweise um. Er schluchzte röchelnd, und nun sprach er nicht mehr zu den Hobbits. »Lass mich in Frieden, Gollum. Du tust mir weh. Ich will nicht wiederkommen.« Gollum setzte sich wieder auf und sah ihn aus halb aufgeschlagenen Augen an. »Da drüben ist er«, gluckste er. »Immer zu erreichen. Braucht nur die Orks nach dem Weg zu fragen. Die bringen euch hin. Orks findet ihr leicht. Östlich des Flusses. Smeagol müsst ihr nicht fragen. Der arme Smeagol. Vor langer Zeit ist er fortgegangen. Sie haben ihm seinen Schatz genommen. Nun ist er verschollen.« »Vielleicht finden wir ihn wieder, wenn du mit uns kommst«, sagte Frodo. »Steh auf.« Gollum stand auf und wich zurück bis an die Felswand. »Nun, kannst du leichter bei Tag oder bei Nacht einen Weg finden. Wir sind müde, aber wenn du die Nacht vorziehst, gehen wir heute noch los.« »Die großen Lichter stechen uns in die Augen«, jammerte Gollum. »Noch nicht gleich losgehen. Nicht unter der weißen Fratze. Sie wird bald hinter den Bergen untergehen, ja. Erst bisschen ausruhen, ihr lieben Hobbits.« »Dann setz dich hin«, sagte Frodo, »und rühr dich nicht.« Die Hobbits setzten sich zu beiden Seiten neben ihn, mit dem Rücken an die Wand gelehnt und streckten die Beine von sich. Ohne eine Absprache wussten sie beide, dass sie keine Sekunde die Augen zutun durften. Langsam zog der Mond über den Himmel. Frodo sah zu Sam hinüber, ihre Blicke begegneten und verstanden sich. Sie lockerten ihre Haltung, lehnten die Köpfe zurück und ließen die Augen scheinbar zufallen. Bald war ihr leiser, gleichmäßiger Atem zu hören. Gollums Hände zuckten ein wenig. Kaum wahrnehmbar drehte sich sein Kopf ein wenig nach links, dann nach rechts, und erst das eine Auge, dann das andere ging einen Spalt weit auf. Die Hobbits zeigten keine Bewegung. Plötzlich verblüffend schnell
Und behend fuhr Gollum vom Boden auf, wie ein Frosch oder wie ein Grashüpfer, und sprang davon in die Dunkelheit. Aber nichts anderes hatten Frodo und Sam erwartet. Sam war bei ihm, ehe er nach seinem Sprung zwei Schritte getan hatte. Frodo dicht dahinter, packte ihn am Bein und brachte ihn zu Fall. »Ich glaube, wir haben wieder Verwendung für dein Seil, Sam«, sagte er. Sam holte es hervor. Gollum lag ganz still und leistete keinen Widerstand, als Sam ihm das Seil um den Hals legte. »Er muss laufen, also hat das Sinn, so wie du es getan hast.« Gollum röchelte und heulte. Er wand sich und versuchte, den Knöcheln an den Mund zu ziehen und das Seil durchzubeißen. Schließlich kam Frodo zu der Überzeugung, dass er wirklich Schmerzen haben musste, aber der Knoten konnte es nicht sein, was sie hervorrief. Er untersuchte ihn und fand ihn keinesfalls zu fest, eher ein wenig zu locker. Sam war gutmütiger als seine Reden. »Was ist los mit dir? Wenn du wegzulaufen versuchst, müssen wir dich anbinden. Aber wehtun wollen wir dir nicht.« »Es tut aber weh«, krächzte Gollum. »Es ist eiskalt, es beißt, ist von Elben gedreht. Verflucht sollen sie sein.« »Nehmt es ab von uns, es tut so weh.« »Nein, ich nehme es dir nicht ab. Es sei denn«, er überlegte einen Augenblick, »es sei denn, du gibst mir irgendein Versprechen, dem ich vertrauen kann.« »Wir wollen schwören, alles zu tun, was er will«, beteuerte Gollum, sich immer noch windend und an seinen Knöchel fassend. »Schwören?« »Smeargol«, sagte Gollum plötzlich mit klarer Stimme, schlug die Augen weit auf und sah Frodo mit einem seltsamen Glanz darin fest ins Gesicht. »Smeargol schwört auf den Schatz!« Frodo richtete sich auf, und wieder war Sam erstaunt über seine Worte und die Strenge seines Tons. »Auf den Schatz? Wie kannst du es wagen?« sagte er. »Bedenke doch! Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.« »Würdest du dabei dein Versprechen abgeben wollen, Smeargol? Der Schatz ist noch tückischer als du. Er könnte dir die Worte verdrehen. Nimm dich in Acht!« Gollum duckte sich. »Auf den Schatz!« wiederholte er. »Und was würdest du schwören?« fragte Frodo. »Sehr, sehr gut zu sein«, versprach Gollum. Dann kroch er Frodo zu Füßen, wälzte sich heiser flüsternd auf dem Boden. Ein Schauer überlief ihn, als ob die Worte, die er sprach, ihn vor Angst bis in die Knochen erzittern ließen. »Smeargol wird schwören, niemals zu dulden, dass er ihn bekommt. Nimmer. Smeargol wird ihn davor bewahren. Aber er muss auf den Schatz schwören.« »Nein, nicht auf ihn«, sagte Frodo und blickte in finsterem Mitgefühl auf ihn hinab. »Du willst doch nur eins. Ihn sehen und wenn möglich berühren, obwohl du doch weißt, dass er dich zum Wahnsinn triebe. Nicht auf ihn. Schwöre bei ihm, wenn du willst, denn du weißt, wo er ist.« »Doch, das weißt du, Smeargol. Er steht vor dir.« Für einen Moment schien es Sam, dass sein Chef gewachsen und Gollum zugleich geschrumpft sei. Ein strenger, hochaufragender Schatten wie der eines mächtigen Fürsten, der seine Majestät unter grauen Lumpen verhüllt und zu seinen Füßen ein kleiner, winselnder Hund. »Wir versprechen«, sagte Gollum, »ich werde dem Herrn des Schatzes dienen. Herr Gut, Smeargol Gut. Gollum! Gollum!« »Nimm ihm das Seil ab, Sam«, befahl Frodo. Widerwillig gehorchte Sam. Sofort sprang Gollum auf und tollte herum wie ein vielgeprügelter Hund, wenn ihn sein Herr ausnahmsweise gestreichelt hat. Von diesem Augenblick an kam eine Veränderung über ihn, die eine ganze Weile anhielt. Er sprach mit weniger Gezisch und Gewimmer und richtete seine Worte direkt an die Hobbits und nicht wie im Selbstgespräch an seinen Schatz. Er zog den Kopf ein und wich zurück, wenn sie nah an ihn herantraten oder eine jähe Bewegung machten. Er vermied jede Berührung ihrer Elbenmäntel, aber er war freundlich und geradezu erbarmungswürdig in seinem Eifer, sich beliebt zu machen. Über jeden Scherz von ihnen gluckste er vor Lachen. Er schlug Purzelbäume, wenn Frodo auch nur ein freundliches Wort für ihn hatte, und brach in Tränen aus, wenn Frodo ihn zurechtwies. Sam sprach wenig mit ihm, im Guten wie im Bösen. Er traute ihm weniger denn je und fand den neuen Smeargol, sofern das möglich war, noch abscheulicher als den alten Gollum. »So, Herr Gollum, oder wie du nun angeredet sein willst«, sagte er, »jetzt aber los. Der Mond ist fort und die Nacht vergeht. Wir wollen aufbrechen.« »Ja, ja«, stimmte Gollum zu, immer noch herumhüpfend. »Los geht's. Es gibt nur einen Weg hindurch vom Nordende zum Südende. Ich hab ihn gefunden, ja? Die Orks gehen ihn nicht, die Orks kennen ihn nicht. Die Orks gehen nicht durch die Sümpfe. Sie gehen viele Meilen weit drumherum. Glück, dass ihr hier lang gekommen seid. Glück, dass ihr Smeargol getroffen habt. Ja, folgt Smeargol.«
Er lief ein paar Schritte voraus und schaute sich fragend nach ihnen um, wie ein Hund, der ausgeführt werden möchte. »Warte mal, Gollum«, rief Sam. »Nicht zu weit voraus jetzt. Ich bin dir auf den Fersen und das Seil habe ich in der Hand.« »Nein, Sméagol hat versprochen.« Mitten in der Nacht, unter den harten, klaren Sternen, machten sie sich auf. Gollum führte sie auf dem Weg, den sie gekommen waren, ein Stück weit zurück nach Norden. Dann bog er nach rechts ab, fort vom steilen Rand der Emonmühle, die steinigen Hänge hinunter zu den großen Sümpfen. Rasch und leise tauchten sie in die Dunkelheit ein. Über dem weiten Wüstenland vor den Toren von Mordor herrschte schwarze Stille.